Bin mir jetzt sicher, ob es aufnimmt oder nicht. Jetzt nimmt es auf. Bist du bereit? Ja. Schönen guten Morgen aus dem Flamingo Park. Eigentlich guten Mittag. Guten Mittag. Die Anreise war sehr abenteuerlich. Ja. Das Navi hat eigentlich gesagt, knapp 2 Stunden. Wir waren jetzt über 3 Stunden unterwegs. Ja, leider. Fast 4. Aber heute ist es schön sonnig. Beziehungsweise wir sind jetzt in Flamingo Land angekommen. Und er ist ein bisschen anders. Es ist nicht sehr viel los, macht allerdings auch schon 5 Uhr zu. Wir müssen zum Strandhalten. Aber es ist doch ein bisschen etwas geboten. Ja, ein bisschen. Jetzt gucken wir es uns einfach mal. So machen wir das. Hallo. Ich glaube, wir gehen jetzt in eine Geisterbahn. Zumindest sieht es stark danach aus. Ich bin gespannt, was drin ist. Mischelten Menschen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Ist hier so ein Kinderbereich, aber entweder wird es lustig oder süß oder richtig gruselig, aber ich denke eher süß, so wie das aussieht. Wir schauen es mal an. So, ja, das war eigentlich so eine klassische Kinderbahn mit Schwarzlicht. Es war auch lustig gemacht, aber ich fand es süß. Mir hat es gefallen. Nee, war echt süß gemacht. Ja, zwar ein bisschen kurz, aber süß. Klassische Geisterbahn-Elemente, aber in putzig. Ja, so Frankenstein und Pharaonen und Dracula und... Die waren alle wie Kinder gemacht. Ja, hat nur einen Unsinn im Kopf eigentlich. Eigentlich ziemlich cool, hat mir gefallen, definitiv. Und eine der ersten Attraktionen, dunkle Attraktionen, die mal... in der Hinsicht mal nicht mit Schießen zu tun hat, muss man da jetzt vielleicht auch mal dazu sagen. So, wir fahren jetzt einen Spinning Coaster. Twistosaurus nennt er sich. Sieht aus wie 3 wilde Mäuse aneinander gekettet. Sind wir gespannt. Das sieht lustig aus. Wie fandest du Twistosaurus? Macht Spaß. Ist ziemlich lustig. Gibt nicht viel zu sagen, aber es ist eine lustige Streckenführung. Ja. Es dreht sich ziemlich rasant. Man fährt 2 Runden. Ist schon lustig, ist mal was anderes. Das stimmt. Jetzt fahren wir Pterodactyl. Schwieriger Name. Aber das geht dann nach oben. Und es sieht wackelig aus. Vermutlich 60 Meter hoch. Das glaube ich nicht. Egal, wir fahren's. Du willst es, deswegen fahren wir's. Fahrt war hoch und windig. Extrem windig. Aber ich fand's geil, mir hat es heute gefallen. Also war so ein sturmartiger Zustand. Ich fand's cool. Das hat echt manchmal fast uns komplett einmal rumgedreht, aber ich fand's geil, mir hat es heute gefallen. Ich fand's cool. Jetzt ist 13:29 Uhr, ich will jetzt gerne diese große Achterbahn fahren.
Dann fahren wir jetzt die große Achterbahn. Und danach können wir kurz was essen und dann können wir gern das ganz Neue fahren. So machen wir das. Oh, bis gleich. Wir besteigen jetzt das Biest. Das nennt Kumali sich genannt? Nein, das heißt nur Kumal, nicht Kumali. Kumali? Okay, es heißt Kumali. Relativ große Anlage. Ja, fährt ein bisschen über den See drüber. Hat sehr viele Überschläge und Schrauben und alles, was mir gefällt. Deswegen fahren wir es jetzt, weil ich jetzt voll Bock drauf habe auf so einen Scheiß. Ja. Los geht's! Kumali hinter uns gebracht. Eine ziemlich ruppige Fahrt. Ja, könnte ein bisschen sanfter sein. Man merkt schon, dass es ein bisschen älteres Fahrgeschäft ist. Ja. Und jetzt haben wir Hunger und gehen ins Diner, weil das Tigerle muss essen. Also ich rede von mir. Okay. So, wir sind raus aus dem Diner und es war unausgesprochen, glaube ich, das beste Essen, das wir bis jetzt im Urlaub hatten. Es war wie immer richtig, war echt richtig gut. Es war geiles Ambiente mit Diner-Look und die waren auch alle ziemlich cool drauf. Passende Musik. Ja, man muss ja auch sagen, sie sprechen so ein bisschen mehr amerikanisch, als es in der Londoner Gegend ist. Hier versteht man die Menschen wieder sehr gut. Ja, wir verstehen die Leute hier besser als in der Nähe von London. Da haben die irgendwie ein bisschen komisch gesprochen. Also da war es ein bisschen schwierig mit der Kommunikation. Aber hier verstehe ich die wieder ohne Probleme. Naja, jetzt steigen wir in Mumbo Jumbo. Mumbo Jumbo? Mambo Jumbo? Ich habe keine Ahnung. Steht da gleich dran. Müsst euch halt mal ein bisschen gedulden. Mambo Jumbo. Mambo Jumbo. So ein schwieriger Name ist es jetzt aber nicht. Nein, das ist nicht. Wir da haben wir schon schwierigere Namen. Stimmt. So sieht das Schildchen aus. Das fahren wir jetzt. Das heißt, das ist neu. Das ist eine neue Attraktion. Ja, wir steigen jetzt einfach an. Scheiß drauf. Geil, das Ding. Das Ding ist der Hammer. Das ist wirklich klasse. Das hat mir echt jetzt gefallen. Mal total andere Fahrfiguren drin.
Ja. Man ist doch nicht so richtig fest da an dem Sitz. Man kann sich nirgendwo festhalten. Eigentlich macht dieses Ding genau das, was man immer von der Bahn nicht erwartet. Aber das macht sie dafür gut. Und das ist eigentlich das Coole daran. Ah ja. Wir feiern jetzt Hero! Hero! Das heißt, wir fliegen. Ein Liegecoaster wieder. Ja, wir liegen und fliegen und gehen ganz schön hoch und das wird cool. Das wird cool. Gefahren. Es ist nett gedacht, aber schlecht gemacht. Also die Idee dahinter, klar, cool, aber leck mich am Arsch, tut dieses Ding weh. Das schlägt da so richtig aus. Mir ist auch ein bisschen schlecht, muss ich sagen, aber es liegt vielleicht auch an dem viel fettigen Essen, das wir auf dem Boden liegen. Ja, ich sag definitiv, das Ding hätte ein bisschen mehr Federung gebraucht, dann wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. An sich ist es halt einfach steif in dieser Stahlschiene dran und das merkt man dieser Bahn aber auch extrem an, dass sie einfach nicht schön mitwippt, weißt du? Ich glaube, wir müssen da lang, oder? Ich glaube auch. Wir fahren jetzt Velocity, so heißt das zumindest, Velocity. Das ist so wie Boosterbikes im Toverland. Wir hoffen nur auf eine bessere Strecke, weil Boosterbikes in Toverland ist nicht so toll. Heißt es überhaupt Boosterbikes? Nein. Nein, Boosterbike ist Skyline Park. Ah. Wie heißt es dann? Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Wir testen es einfach. Ja, wir sind jetzt diese Bikes gefahren. Es war definitiv besser als das im Toverland. Ah, ich weiß nicht. Von der Strecke her fand ich es besser. Das im Toverland ist mir zu viel am Boden entlang. Das ist schon, geht schon weit nach oben. Was es schon wieder ein bisschen besser macht, finde ich. Also die Beschleunigung ist hier ziemlich heftig. Ja. Schön beeindruckend. Schöne Streckenführung. Ja, es schlägt ein bisschen aus, das muss man vielleicht auch sagen. Wobei der Typ mir echt dieses Ding da in den Rücken reingepresst hat. Und sich danach noch drüber lustig gemacht hat. Genau. Und sich dann noch drüber lustig gemacht hat. Naja, egal. Also ist schon gut, weil auf diesen Motorrädern sitzen macht halt schon Spaß. Ja, das macht echt Spaß. Ist halt was anderes. Jetzt gehen wir so komische Flugzeuge fliegen. Wir haben es von Weitem gesehen, wir haben den Namen noch nicht gesehen. Aber den Namen verraten wir euch dann nachher, wenn wir sie gefahren sind. Sieht auf jeden Fall lustig aus, aber ich glaube, das ist eher was für Kinder. Wir fahren es aber trotzdem. Wir fahren es trotzdem. Wir sind Zoom gefahren, jetzt wissen wir auch, wie das Ding heißt. Ja, ist für kleine Kinder, also sehr kleine Kinder gedacht. Macht nicht wirklich Spaß. Ich glaube, das sagt alles. Außerdem hat es gerade eben ewig gedauert, bis das Ding mal losgefahren ist, weil der Herr nicht gerade schnell war, die Bügel zu kontrollieren. Ja, die Bahn war doch sehr ruckelig und irgendwie nicht so ganz durchdacht. Nee. Da fehlt so das Schwingen. Also sie sollte eigentlich, glaube ich, ursprünglich schwingen, tut sie aber nicht so wirklich. Vielleicht fährt sie ja einfach nur zu langsam dafür. Das kann auch sein. Naja, sie hat auch keinen Stein abwarten und so. Egal. Wir Gott im Himmel, werden uns Richtung Seilbahn bewegen. Ja. Ich glaube, das sind die Toiletten, aber vorher gehen wir noch auf die Toiletten.
Wir packen unsere Sachen. Flamingoland war in der Hinsicht ziemlich gut, sehr überraschend. Hat viele Dinge, die andere Parks wiederum nicht haben. Wir sind Sachen gefahren, die wir so noch nicht gesehen haben. Von dem her fand ich es eigentlich ziemlich cool. Ja, eigentlich auch eine schöne Mischung. So. Zwischen Familienzahlen und auch ziemlich heftigen Attraktionen. Manche Sachen waren nicht so ganz ausgereift, muss ich schon sagen. Ja. Also die Liegeachterbahn hat mich nicht überzeugt. Ja, die war nicht so dolle. Aber gut. Der Zoo ist eigentlich relativ schön gemacht. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt nicht alles angeguckt. Können wir auch mit so einer Einschienenbahn oben drüber fahren. Ja. Es gibt eine Wildwasserbahn, die sind wir nicht gefahren, weil es uns viel zu kalt ist. Ja, es ist leider immer noch nicht warm genug und der Wind ging heute auch die ganze Zeit. Aber da fährt man auf jeden Fall durch Löwengehege, Nashorngehege und noch andere Tiere, Giraffen. Raus. Genau. So, und jetzt fahren wir weiter Richtung Meer. Ans Meer. Und da gönnen wir uns meine Kamera Auszeit. Für einen Tag, aber gleich am nächsten Tag sind wir schon wieder in einem Freizeitpark und dann geht's wieder los mit der Achterbahn. In der Hinsicht wünsche ich euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem wann ihr seht. Bis dann. Ciao. Ciao. Sind wir heute? Ich habe keine Ahnung. Scarborough. 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 Und wir besichtigen heute das Schloss und die Stadt, aber keine Achterbahnen heute. Heute leider nicht.